Willkommen zurück zu FIFA 19 Werder Bremen Karriere. Meine Wenigkeit ist auch wieder am Start. Der Blue Eyes Lair Dragon. Und heute ist das Heimspiel Werder Bremen gegen SC Freiburg. Was war das im letzten Spiel für ein Aufbäumen? Also wenn man sich das genauer angeguckt hat, also ich weiß nicht, ich habe zwar gut gespielt, aber trotzdem irgendwie war unsere Mannschaft so komplett nicht fest wie ein Fels in der Brandung, sondern richtig bröckelnd. Wir haben gegen Gladbach, Mönchengladbach, das Auswärtsspiel mit sage und schreibe 3:0 verloren. Dabei sind unsere Chancen um Platz 1 zu kriegen weiterhin in weiter Ferne. Bayern 64 Punkte, wir 58 Punkte. Das sind 6 Punkte Rückstand an den Tabellenspitze. Leverkusen mit 48 Punkten Platz 3. Die brauchen nur noch. Okay, es sind nicht mehr sehr viele Spieltage. Wir kommen ja jetzt zum 29. Spieltag, also 5 Spiele. 3 Punkte, also wenn wir jetzt nicht richtig uns anstrengen, kann es wirklich passieren, dass uns Leverkusen überholt und wir auf Platz 3 runterrutschen. Auch Leipzig könnte, wenn die sich noch anstrengen würden, knapp an uns herankommen. Denn Leverkusen und Leipzig sind harte Konkurrenz. Sogar Gladbach durch den Sieg gegen uns. Boden gut gemacht. 6. Platz. Und davor ihn Dortmund mit 46 Punkten. Also jetzt müssen wir uns wirklich ranklotzen, es zu schaffen. Unsere Formation ist eine 5-4-1 Raute. Und ich hoffe, dieses Mal funktioniert es. Und Moment, Freiburg, ich guck mal, auf welchem Platz die nochmal stehen. Ja, auf den 17. Also der zweite gegen den 17. Also das wird ein Mordspektakel jetzt. Moment, ups, ich habe gerade was, ist mir gerade was eingefallen, was ich eigentlich hätte tun müssen. Taktisch müssen wir ein bisschen nach innen. Ja. Auf längere Bälle. Da lassen wir es mal auf so. Ja, das könnte auch so gehen. Sonst ist alles perfekt. Ja, Kapitän ist ja ihn. Ja. Außer Sancho macht keine Elfmeter. Dafür Osako. So. Und jetzt wird nicht lange geschnackt. Wir wollen dieses Spiel machen. Seitenwahl ist gewählt. Heimtrikot. Und Freiburg in alternativen Trikot. Weil das schwarze hier ist zwar auch gut, aber. Na, okay. Schwarz ist auch ein bisschen besser. So, alles ist gesagt und getan. Zum 29. Spieltag jetzt.
Da war schon ein bisschen besser. Da wird auch schon ein bisschen besser. Ups, und da gehen wir am falschen Pass hin. Und der geht meilenweit an Tor vorbei. Tja, das wird nur ein C. Also ab zum 29. Spieltag. Werder Bremen gegen SSC Freiburg, Wolfuß und Frank Buschmann. Die Kommentatoren. Let's easy go! Hallo, willkommen liebe Zuschauer. Wolfuß und Frank Buschmann werden das Spiel heute für Sie kommentieren. Buschi. Auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Eines wollte ich noch sagen. Bayern wird die Meisterschaft gewinnen. Sie brauchen heute vor allen Dingen Sicherheit. Und heute wird es keine leichte Aufgabe für Sie. Es muss mehr kommen, wenn Sie hier was mitnehmen wollen. Ja. Und da haben wir sie. Die Startaufstellung von Werder Bremen. Ganz schneller Blick auf die Formationen. Da sehen wir bei Ihnen heute ein 5-4-1 mit Raute. Das Ganze allerdings relativ breit. Sie haben viele Optionen, können das über das Zentrum, aber auch über die Flügel regeln. Ich hoffe, das wird auch funktionieren. Wie ich mir das gerade durch den Kopf gehen lasse. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Gucken wir auf die Formation. Es ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung. Höller, Salai, Bittner, Kleindienst, Jung, Niederlechner auf der Bank. Was ist das denn? Nach der Niederlage zuletzt auswärts, als man auch Borussia Mönchengladbach traf. Ja, diese 0-3-Schlappe dürfte intern für einige Diskussionen gesorgt haben. Ich glaube, die geben heute richtig Gas und machen das wieder wett. Der Schiedsrichter hat angepfiffen. Wir also von links nach rechts. Und Freiburg von rechts nach links. Ja, nichts als Beste. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Pascal Stenzel. Schöne Aktion. Da schickt er den Mitspieler. Geht da rein. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Bertolacchi. Da wäre jetzt Platz. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Dine. Den Ball spielt er raus. Gutes Ding hier. Jadon Sancho. Die kommen jetzt über außen. Alles offen. Und da macht Sancho wirklich einen schlechten Pass. Pascal Stenzel. Also durch der Flanke von Beste. Schuss wieder nach oben. Das könnte die Chance werden. Da ist der Ball über die Linie. Er war da zuletzt mit dem Kopf dran. Hüller mit dem Einwurf. Dominik Heinz. Bertolacchi. Troy Deeney. Den Ball kann erklären. Und der Ball geht ins Aus. Einwurf für Freiburg.
Der schnell ausgeführt worden ist. Pass auf die Außenbahn. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Osako. Gebre Selassie. Sanchez. Jetzt kann er den Flanke bringen. Da passt der Verteidiger sehr gut auf. Tolles Zuspiel. Keins. Jadon Sancho. Sie holt sich den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Dine. Jetzt vielleicht. Da geht er Trottel mit einer Glanzparade. Das gibt einen Eckball. Eckball für Freiburg. Wow, Trottmann mit einer Glanzparade. Aber was für eine Glanzparade. Hier ist mal die Ecke. Kopfball. Aber Trottmann, Bums. Mit beiden Händen den Ball zur Ecke gelenkt. Jetzt kommt die Ecke. Gefahr erst mal reinigt nach dieser Ecke. Rausgeköpft. Aus dem 16er. Super dazwischengegangen. Jadon Sancho. Jetzt Schein. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Florian Kainz. Kainz. Aber Ecke. Hier. Vom Beste erstmal die Eckenflanke. Aber der Torwart von Freiburg mit einer Glanzparade. Die Ecke kommt. Oh, wer hat den denn gerettet? Wow. Auf der Linie kommt er an den Ball. Jadon Sancho. Auf der Linie gerettet. Klasse Aktion. Sah nach einem sicheren Tor aus. Sah nach einem Tor aus, aber war es nicht. Da kommt der Schuss. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Beide gefährlich. Und Einwurf Werder Bremen. Unentschieden. Sander hat den Ball, der einen hohen Pass. Klasse Seitenwechsel. Schöner dann zu Beste. Sie rutschen schön nach, biegen Sie an. Jetzt die Möglichkeit. Oh, und da war die Gefahr wieder weg. Besse macht einen guten Job auf der linken Seite. Wird das eine Torchance? Sanchez. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Belkovic muss dann da wieder den Ball. Ja, schon schwach gewesen. Oh, ganz zu Gabriel Jassi. Sanchez. Der aber Rain bekommt den Ball nicht richtig. Jadon Sancho. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Da wäre Platz für den Konter. Wieder ein Konter von Freiburg. Troy Dini. Aber Werder Bremen immer. Muisander wehrt den Ball von der Ecke ab. Eckball für Freiburg. Die 29. Super, aber nichts geworden. Da steht eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Ja, sehr knapp.
Jan-Niklas Beste. Moisander. Sander. Erzschein. Da wäre jetzt Platz. Hereingabe. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt Tor für Werder Bremen. Tor. Tor. Bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Einfach Tor. Kurze Unterbrechung. Und da bin ich auch wieder. Die Unterbrechung war nur ganz kurz, aber jetzt geht es auch weiter im Match. Das schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss gleich. Klasse gemacht. Bei dem Treffer hat alles gepasst. Pushi. Die Eingabe, der gute Abschluss, ein klasse Tor. Ja, ein klasse Tor. Ja, auch am Spielfeld war große Freude über diesen Führungstreffer. Nato Sanchez, sein Tor. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Die 3 Minuten drauf, gepackt. 3 Minuten hier gibt es noch extra. Dine. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Da war der Pass nicht genau. Und Halbzeitpause. Man kann sagen, dass Freiburg ein harter, harter Gegner ist. Ja, aber Freiburg muss sich anstrengen. Obwohl sie in der Verteidigung und Mittelfeld gut sind, sind sie in Sturm ein bisschen wackelig. Nur ein bisschen. Und hier sehen wir unsere Statist. Schüsse hat Freiburg 4. Schüsse aufs Tor gegen 3. Wir Schüsse 7. Und 5 ging aufs Tor. 82% Ballbesitz Freiburg, 48% wir. Zweikämpfe haben Freiburg nur 2 und wir 4. Ecke haben wir eine und 3 hat Freiburg. Schussgenauigkeit 75% Freiburg und 83% Passgenauigkeit Freiburg. 71% Schussgenauigkeit Werder Bremen und 84% Passgenauigkeit Werder Bremen. Und weiter geht's in diesem Match. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Dine. Osako. Da ist jetzt Platz. Er ist da und kann den Ball klären. Kein Problem für Grobny gewesen. Er spielt jetzt zurück, guter Doppelpass. Jetzt ist das alleine mit allen auf. Das ist noch heiß. Gut geklärt, das war wichtig. Noch Glück gehabt. Osako. Weiter die Klasse zuspielen. Keins. Da kommt die Hereingabe. Und die Flanke war nix. Pascal Stenzel.
Jetzt müssen sie aufpassen. Da kommt er raus. Rodney, leicht gefangen den Ball. Vor sein Torschuss. Er wird im Moment zu selten mit eingebunden. Könnte der Ausgleich werden? Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Ein neuer Spieler soll die 36 geht runter und die 4 kommt drauf, Jürgen. Und da ist der Ball wieder weg. Troy Deeney. Jadon Sancho. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Da ist die Flanke. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Osako. Sanchez. Sanchez, ein weiter hoher Ball. Ja, steht gut, also flacher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Freiburg macht auf der Bank. Es gibt defensiv härter als eine Mauer. Dine. Dominik Heinz. Pascal Stenzel. Sanchez. Osako. Keins. Einwurf. Oder ein weiterer Wechsel. Florian Niederlande und Tim Clean Dienst oder wie er heißt, geht runter. Sanchez. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Erstmal raus, aber das könnte gleich wieder Gefahr bringen. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Schwache Aktion, Ballverlust. Klasse Pass. Den steht in den Lauf. Reingabe jetzt. Aber es kommt kein Mitspieler. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Wieder ja. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Troy Deeney. Und Drogny macht eine klasse Abwehr von Drogny. Hier nochmal in der Zeitlupe. Schön mit den Händen weggeschlagen den Ball. Und wieder hat Freiburg einen Wechsel gemacht. Also tun wir genau das gleiche und wechseln. Sahin geht runter. Hansen kommt drauf. Hansen rückt genau auf Sanchez Position. Dafür geht auch Beste runter, der ziemlich K.O. ist. Friedhel kommt drauf. Und Sancho geht runter. Dafür gehen Rashica rauf. Moment. Was ist er? Gut. So, ab in und weiter geht's. Eckball geht's. Er zieht all seine Wechseloptionen auf einmal. Das sieht man auch nur sehr selten. Und gehen auf Defensive. Wir wollen nicht schlecht aussehen. So, erstmal geklärt nach dieser Eingabe. Wir wollen dieses Tor nicht. Da ärgern Sie sich. Ballverlust. Verausgaben. Milos Veljkovic. Also spielen wir ein bisschen auf Sicherheit. Osako. Tolles Zuspiel. Jetzt wird Zeit für eine Flanke. Und da ist das 2-0 für Werder Bremen. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor natürlich zusätzlich. Die Nummer 13 hat das Tor gemacht. Veljkovic. Sein Tor für Werder Bremen. Ja, da konnte er ja fast die Ansatz, als wir zu treffen. Die Eingabe perfekt. Ja.
Bei dem Treffer hat alles gepasst. Kushi, die Hereingabe, der gute Abschluss, ein klasse Tor. Der Freiburger Keeper konnte nichts dagegen tun. Milos Veljkovic, sein erstes Bundesligator für Werder Bremen. 77. Minute. 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Dominik Heinz. Abrashi. Dine. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sehr guter Einsatz. Weg ist der Ball. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Dine. Der stand kurz vor dem Abpfiff. 2-0. Wer ist der nächste Gegner? Moisander kickt den Ball ins Aus. Einwurf für Freiburg. War Freiburger Spieler war doch dran gewesen, also hat Werder Bremen den Einwurf bekommen. Keins. Sanchez. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Abrashi. Dominik Freiburg spielt schon wieder auf einen weiten Passspiel. Also müssen wir uns auf Vorsichtigkeit bergen. Bertolacci. Jung. Troidini. Ja, Flanke kommt kurz. Grottenhill ohne Probleme den Ball gefangen. Niederlechner. Da kommt die Flanke. Grottenhill wieder als Landsparade. In unseren Reihen wird gerade der Ball hin und her gepasst, aber Freiburg versucht Lücken zu machen. Aber wir halten die Null bei uns. Grottenhill wieder. Und da ist der Abpfiff. Werder Bremen gewinnt 2-0 gegen Freiburg. Wieder 3 Punkte. Für mich das passende Ergebnis, ja, meine gute Leistung abgerufen, waren einfach besser als das Auswärtsspiel gegen Gladbach 3-0 aus. Wo wir verloren und haben diesen Sieg jetzt runtergespült. Einmal Sanchez, einmal Veljkovic, also das war doch richtig gut. Obwohl unsere Schüsse und Pässe und das alles andere ziemlich niedrig ist, war es ein trotzdem erkämpfter 2-0 Sieg für Werder Bremen. Ja, unsere Ziele sind in Gefahr und das ist nicht gut. Okay, Mitte, ja, verbessere einen Jugendspieler um gesamt 10 Sätze sie nach geschlossene Entwicklung in 10 Spielen in der Startelf. Ja. Presse machen. Verpflichte einen wichtigen Spieler aus der Mittelfeldstürmer. Ja, finde ich leider nicht. Nein. Ja.
sehen. Er hat eine 57. Der kommt in die erste Mannschaft. Also, ja. Unsere Mannschaft ist ja komplett voll. Teamzentrale. Drei Monate. Jetzt hat er es nach Stuttgart und hat schon eine 69. Das ist schon richtig gut. Hat eine 53. Ich glaube, ja. Vogel ist geliehen. Er wird zurückkommen. Hat eine 54, er kommt schon richtig gut voran. Zeigt Potenzial ordentlich. Schmidt ist ausgeliehen nach SSV Wien. Hat schon eine 64, das ist auch schon richtig gut. Egeschein, Jonas Egeschein ist ausgeliehen. Hat schon eine 69, das wird immer besser. Aber trotzdem muss ich mir einfallen lassen, dass ich mich bald darum kümmere, einen zu verkaufen, um ein bisschen mehr Kohle, um einen neuen Spieler zu holen. So, Pressekonferenz. Wir gehen aber erstmal auf Training. Option und gehen auf Bade, ist ja bald weg. Jo, nehmen wir mal das hier. Ekovic rückt auf eine 78, das ist doch schon mal richtig gut. Ja, wir gehen zur Pressekonferenz. Abbruch, wir suchen Spieler. Sanchez hat ja in glaube Sanchez war in Bayern und Sancho war in Dortmund. Wir motivieren ihn. Monatliche Scout. Ja, kommt Tobias Siegler. Nein, lehne ich ab. Sven Groß. Dennis Meyer Torwart. Abgelehnt.
Jachen Falk. Verpflichten. Verpflichten. Und Falk verpflichte ich auch. So dass wir sehen, das könnte doch was bringen. So, nächstes Spiel ist ein Auswärtsspiel gegen den ersten, gegen den zweiten FC Bayern, gegen Werder Bremen. Ich bin raus. Hauptsache ihr seid beim nächsten Spiel wieder dabei. Ich sage nun ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare, wie ihr diese Werder Bremen Karriere fandet. Findet noch so. Es sind ja jetzt noch mindestens 4 Partien. Also freut euch auf die restlichen Partien. Ich sage nun ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein.